wenn die Schulen, wenn die Kitas zu haben, dann einfach Homeoffice machen und die Kinder nebenbei betreuen. Das war die Anleitung der Politik in dieser Krise. Wie das konkret aussieht, wenn diese theoretische Anleitung auf Realität trifft, das beobachtet heute Morgen mein Kollege Peter Hell. Er ist bei Familie Hase in Hellersdorf. Peter. Also wir sind hier gerade in der Unterrichtsstunde bei Familie Hase. Wir haben kurz nach 9. Die Kinder sind schon seit einer Stunde quasi an den Schulbänken. Wir sehen die ältere Tochter und wir sehen ältere Tochter Lien und wir sehen Vater René Hase, die jeden Morgen mit den Kindern Schularbeiten machen. Die Familie besteht aus 7 Kindern. Der Älteste ist jetzt in der Berufsschule. Und ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, die Familie befindet sich in der 5. Woche quasi dieser Kasernierung, der Ausgangsbeschränkung. Und die Familie fällt langsam die Decke auf den Kopf. Und ich will einfach mal den Vater fragen, Herr Hase, wie sieht es aus im Moment? Was wünschen Sie sich im Moment von der Politik? Mehr Offenheit, mehr Informationen. Die Kinder fragen jeden Tag, wann können wir wieder zur Schule? Man hat keine Antworten. Man findet im Internet nur irgendwelche Gerüchte, Fake News, wie es heutzutage heißt. Einfach mehr in den Nachrichten direkte Ansagen. So weit sind wir. Wir überlegen noch, dass man wirklich Informationen kriegt, damit man diesen Lug ja nicht erst Glauben schenkt. Man muss nicht immer direkt eine Antwort haben. Einfach zu sagen, wir wissen es noch nicht, wir denken jetzt drüber nach, ob wir dann und dann aufmachen oder sowas. Einfach wirklich Offenheit, Klarheit für uns. Weil es wird langsam echt eng. Die Beschäftigung der Kinder wird immer schlechter. Wir gehen zwar jeden Tag raus, aber ist halt immer mit mehr Schwierigkeiten verbunden. Dann frage ich mal die Kinder. Aaron, was wünscht ihr euch am meisten jetzt? Ihr seid jetzt 5 Wochen fast quasi hier in eurem Kinderzimmer. Was vermisst ihr? Ich vermisse die Schwimmhalle, weil es wird jetzt langsam warm und dann kann man nicht die ganze Zeit in der Wohnung gucken. Und draußen ist es auch warm und dann muss man mal Wasser. Und da ist Schwimmhalle wichtig. Jane, was ist bei dir? Du bist jetzt auch, du bist in der 1. Klasse. Was vermisst du am meisten? Wenn wärmere Tage sind, dann würde ich halt echt mal den Pool wieder aufbauen und so. Und ich vermisse auch echt die Schule und meine Freunde in der Schule. Vermisse ich alle. Also man merkt, dass die Kinder natürlich jetzt auch wirklich sehr traurig sind. Es ist natürlich schwierig, denen zu vermitteln, was die Politik jetzt macht. Etwas interessanter sieht es natürlich eben auch aus bei Lien. Lien, ja. Sie sind 15 Jahre alt, ja. Sie machen jeden Tag Hausaufgaben auch mit den Kindern. Ja. Wie ist Ihre persönliche Situation? Sie stecken auch mitten in Prüfungen. Ja. Ich kann halt jetzt, weiß halt nichts über den Prüfungen Bescheid. Ich weiß halt nicht, wann sie stattfinden wegen Corona und alles, wann die Schulen wieder öffnen. Wir haben halt auch Risikokinder, zum Beispiel die Conny ist ein Risikokind, der Danny, ich bin selber ein Risikokind. Und da weiß ich halt auch nicht immer so direkt, wie ich auch damit umgehen soll, wenn ich jetzt wieder in die Schule gehe. Mit dem Bus auch, ist ja auch immer eine andere Situation, wenn der wieder voll wird durch die ganzen Schulen. Man hat halt einfach keine Klarheit, man weiß nicht mehr, wie man auch üben soll. Zu Hause ist es echt anstrengend mit den Kindern und alles, halt das zu machen, wenn man selber nicht mal sehr viel macht für die Schule und dann halt auch denkt, man schafft den MSA nicht mehr und dass man dann nicht in Richtung Abitur gehen kann und seinen Traumberuf halt auch nicht dann weitermachen kann. Also man sieht, die Probleme sind unterschiedlich, aber alle haben denselben Wunsch. Sie möchten alle so schnell wie möglich wieder in das normale Leben zurück. Das ist, glaube ich, der Wunsch unser aller. Und wir können nur hoffen, dass die Politik heute weise entscheidet und dass die Situation für die Familien in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen sich verbessern. Moritz? Peter Hell, vielen Dank und auch vielen Dank an Familie Hase dort in Berlin-Hellersdorf.